Hey Leute, willkommen bei Wiederlader TV. Ich bin noch leicht erkältet, aber das wollte ich jetzt unbedingt senden. Das heißt, ich musste es senden, denn ich habe heute Post gekriegt. Eine E-Mail von YouTube. YouTube hat mir mitgeteilt, dass aufgrund von Richtlinienverletzungen ein Video von mir entfernt wurde. Nicht irgendein Video, sondern das mit den meisten Klicks generell auf meinem Kanal. Um das Ganze jetzt mal aufzudröseln, was ist passiert? YouTube hat ja vor einigen Monaten, also schon ein ganz Stückchen her, haben die neue Richtlinien eingeführt, wo unter anderem auch diverse Inhalte waffenrechtlicher Natur nicht mehr gezeigt werden dürfen. Das heißt, ich darf nicht mehr zeigen, wie Munition gemacht wird. Deswegen bin ich hingegangen, habe sämtliche Wiederladevideos hier entfernt. Ich darf nicht zeigen, wie Waffen manipuliert werden. So Dinge. Alles in Ordnung, habe ich gemacht. Ich darf nicht zu irgendwelchen Webseiten verlinken, wo man Waffenteile kaufen kann. Alles in Ordnung, habe ich sofort entfernt. Trotzdem ist man hier nicht sicher. Was ist passiert? Ich habe ein Video aus 2011, englischsprachig, über die MP-Kokille. In dem Video zeige ich, wie ich mit einer Holzspitzkokille von MP Bleigeschosse gieße. Nicht mehr, nicht weniger. In dem Video äußere ich verbal, wo ich die Kokille gekauft habe. Das heißt, ich nenne die Webseite. Wirklich, steht nirgendwo schriftlich. Ich nenne die einfach nur. Und das gleiche dann auch noch mit einem US-Forum, wo die Möglichkeit von Gruppenkäufen für solche Gießkokillen besteht. Jetzt ist für mich persönlich ist das Gießen von Bleigeschossen in keinster Weise in Verbindung zu setzen mit der Herstellung von Munition. Wenn dem so wäre, dann hätte unser Gesetzgeber gerade hier in Deutschland schon lange beschlossen, dass das eine erlaubnispflichtige Tätigkeit ist. Dem ist nicht so. Das heißt, hier mutmaße ich jetzt mal einfach, dass hier wieder irgendjemand mit mangelndem Sachverstand hingegangen ist und hat dann einfach mal Willkür walten lassen. Also im Zweifelsfall ein Mitarbeiter von YouTube, der auf diesen Richtlinienverstoß, der ja von irgendjemandem gemeldet wurde, reagiert hat, hat mein Video angesehen und hat gesagt, das ist ein Richtlinienverstoß, mach mal zu. Ich habe jetzt 7 Tage Zeit, gegen diese Entscheidung Beschwerde einzulegen. Das habe ich natürlich auch sofort gemacht. Da habe ich dann ein Textfeld von, weiß ich nicht, 100, 150 Buchstaben kannst du einführen. Also kannst du richtig schön mal eine Gegendarstellung schreiben. Das heißt, es ist auch wieder Verarsche. Nichtsdestotrotz, ich warte jetzt die 7 Tage ab, wie YouTube sich entscheiden wird, ob die das Video wiederherstellen oder ob die das Video mit der gleichen Klickzahl von 500, ich glaube 37.000, ich blende es mal hier ein, entfernt. Und hier zeige ich jetzt auch nochmal die Videobeschreibung. Also ich konnte die jetzt gar nicht mehr verändern, das ist jetzt nur noch ein Screenshot. So sieht es Tatsache aus oder sah es aus bis zuletzt. Das heißt, auch in der Videobeschreibung ist kein Link zu einem Hersteller drin. Ich persönlich sehe also in keinster Weise eine Verletzung von irgendwelchen Richtlinien hier auf YouTube und lasse mir das auch nicht so einfach gefallen. Also jetzt warte ich erstmal ab, wie YouTube sich entscheiden wird. Und dann rede ich mal mit meinem Anwalt des Vertrauens und dann schauen wir mal, wie man dagegen vorgehen kann. Also jetzt nicht nur im Zweifelsfall gegen YouTube, sondern wie man generell dagegen vorgehen kann. Ich mutmaße jetzt auch mal direkt, dass derjenige, der dieses Video gemeldet hat, wahrscheinlich aus den eigenen Reihen kommt, der dann nur einfach Neid, Missgunst, wie auch immer, oder persönlich irgendeine Ablehnung gegen mich hat, und das Video dann aufgrund dessen gemeldet hat. Auch hier werde ich meinen Anwalt bemühen. Ich weiß nicht, ob es erfolgreich ist. Wir werden es sehen, ob ich den Namen in Erfahrung bringen kann über meinen Anwalt. Und wenn dem so ist, darf derjenige sich sicher sein, dass er von mir eine Klage auf Schadensersatz bekommt. Gucken wir mal. Also ich habe jetzt auf jeden Fall den langen Atem. Ich gehe den juristischen Weg. Ich lasse mir das nicht so einfach gefallen. Wollte hier einfach mal mit diesem Video ein bisschen Frust ablassen und euch nochmal die Botschaft senden. Leute, schaut bitte, dass ihr mich bei Vimeo abonniert, dass ihr dort dann immer den aktuellen Stand habt. Dort seht ihr auch die unzensierten Videos. Ja, ich muss halt dafür bezahlen, aber es ist mir wurscht. Ich mache das Ganze hier nicht wegen dem Geld, sondern ich mache es, weil es mir Spaß macht. Deswegen schaut bei Vimeo vorbei oder schaut auf meine Webseite. Dort habt ihr natürlich auch alle Infos brandaktuell. Und im Fall YouTube halte ich euch ebenfalls auf den Laufenden. Das war's von meiner Seite. Ich hoffe demnächst wieder mit positiveren Nachrichten. Ich danke euch fürs Einschalten. Bis demnächst bei Wiederlader TV.